Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die besten Böller Deutschlands. Und zwar handelt es sich hierbei um Funkeböller, die wirklich extrem laut sind und sehr, sehr schön schnipseln. Wir haben hier einmal die Funke A-Böller, die Charge aus diesem Jahr. Dann haben wir hier Funke B-Böller. Dann die Funke C-Böller. Was ich eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten finde. Und wir haben hier die Funke D-Böller. Dann kommen wir jetzt hier zu diesen großen Teilen. Das sind Funke Super 2-Böller und zwar unterschiedliche Chargen. Anfangen tun wir jetzt hier mit diesen Funke A-Böllern. So, jetzt gleich mal zwei Stück. Richtig, richtig krass. So, weiter geht's in dem Vergleich. Und zwar haben wir jetzt hier die Funke B-Böller. So, wieder ein und dann wieder zwei Stück Funke B. Der hat nicht gezündet, also gleich nochmal. Sehr, sehr schmackhaft, muss ich echt sagen. So, machen wir weiter mit den Funke C-Böllern. Auch wieder drei Stück. Sehr, sehr kräftig, unfassbar. So, und auch hier wieder zwei Stück. So, als nächstes Funke D. Jetzt kommen wir schon zu den etwas größeren Kalibern. So, wie gewohnt wieder ein und dann zwei. Funke D. So, und jetzt wieder zwei Stück. So, jetzt die zwei letzten Packungen. Funke Super 2. Jetzt sagen wir mal erstmal wieder, die schon offen ist. Auch wieder drei Stück.
So, Funke Super 2. Wieder sehr, sehr schmackhaft. Wirklich unfassbar gute Böller. Muss man echt zugeben. Richtig, richtig krass. Kommen wir nun zum Ende von diesem Böller-Vergleich. Jetzt noch die letzte, eine extrem gute Charge von den Super Böller 2 von Funke. Viel Spaß. So, Super 2. Alter Schwede. Was ist das für eine brutale Charge? Unfassbar. Alter Schwede. Das ist ja Wahnsinn. Der wollte nicht. Hier ist auch keine Zündschnur mehr dran. So, da müssen wir hier noch einen nehmen. Ich glaube, das war die falsche Charge. Dann ist mit dem. War das doch der hier? War das doch der hier? Scheiße. Unfassbar. Ein riesen Unterschied. Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vergleich gefallen. Und ja, das war es jetzt leider schon wieder. Aber ich hoffe, ihr habt mal gute Eindrücke. Wirklich für den von den besten Böllern, die es hier in Deutschland so zu kaufen gibt. In F2, also Silvesterfeuerwerk. Also mit Funke macht man definitiv nichts falsch.